Marco, mein guter Freund, wir kennen uns schon lange und du weißt, eine ganz grosse Leidenschaft. Ich bin Fan von Bilderrätseln. Da machen wir eine Riesenfreude. Okay. Jetzt denk dir, weihe dich mal in meine Leidenschaft ein und bringe dir eins mit und kann dir sagen, wenn du das lösen kannst, dann weißt du, wo wir hergehen. Okay. Ein bisschen Angst haben. Das andere. Ein Horn. Etwas mit Tieren, habe ich das Gefühl. Kühe oder so. Es wäre eher so eins, um daraus zu trinken, habe ich das Gefühl. Bist du bereit für den nächsten Gegenstand? Ja. Das passt jetzt wie nicht so zusammen. Kokosnuss und ein Horn. Was ist das so? Irgendwie, daraus machen wir so einen BH und eine Tante oder was? Oder? Du denkst viel zu weit. Du denkst viel zu weit an mich, du machst nicht viel Bilder. Nein, wirklich nicht viel. Denk an das Einfache. Ja. Gehört zur Gattung. Nüsse. Voilà. Hornusse. Voilà, c'est ça. Gehen wir. Gratulieren, nicht einmal so lange hast du gehabt. Mit den Kläppchen hinten, oder was? Sicher, du triffst 100 pro. Wir sind die Hornhauser Gesellschaft Bern-Bühnenfeld. Wir sind daheim hier auf der kleinen Alment in Bern. Uns gibt es seit 1920. Wir bestehen aus drei aktiven Mannschaften und einer Nachwuchsmannschaft. Wir sind seit 100 Jahren zählen wir zu den erfolgreichsten Vereinen in der Schweiz. Toll am Hornhauser finde ich, dass verschiedene Generationen in gleicher Mannschaft spielen können. Es kann sein, dass der Junior mit dem Vater und dem Grossvater in der gleichen Mannschaft ist. Dino, Hornusse verbinden wir Städter immer so ein mit Bauerngolf. Oder wir sagen dann Bauerngolf, ist das despektierlich? Ja, nicht ganz. Der Ursprung kommt natürlich schon aus dem Bauern raus. In Kirchenbüchern ist aufgesagt worden, dass die jungen Gielen nicht in Kirchen sind, sondern sie gehen aus dem Sonntag. Von dem her jetzt vielleicht ein Ursprung halt vom Bauerngolf. Wie ähnlich ist es denn? Hat es denn etwas mit Golf zu tun überhaupt, Hornusse? Ja, es hat ein bisschen mit diversen Sachen zu tun. Ein Element drin, was wie ein Abwehrspiel ist, und ein Element drin, ein Schlagspiel drin ist. Darum sind ein zwei Sachen vereint in einem Spiel. Eigentlich. Ihr habt hier so, wie sagen wir das, Schläger? Ja. Also hat man hier wie beim Golf so Eisen 7, einen Driver? Gibt es da verschiedene? Ja, es gibt natürlich verschiedene Schläger. Früher haben wir angefangen mit Holzstecken, Schläger. Dann ist Kunststoff gekommen, und jetzt sind wir bei Kohlefaserstecken. Da hat jeder seine persönliche Stecken, einer etwas ein längeren, einer etwas ein kürzeren, einer, der noch etwas weicher ist, einer, der etwas härter ist. Also, es ist wirklich auf den Mann selber, auf die Person abgestimmt. Ist es eigentlich gefährlich? Gibt es Unfälle? Es gibt ab und zu gibt's Unfälle, Körpertreffer, wenn wegen so einer Hornhaus von Schingeln abgewiesen wird. Aber jetzt zwischendurch muss man Helm tragen, also das ist das Körpertreffer, nichts Tragisches. Früher war es etwas gefährlich im Gesicht, ich meine so Augen. Zängen und so sind immer schwierig. Ich kann mir die Community vorstellen, unter den Hornhausern hat man da richtige Feinde, hat ihr irgendwie ein Derby, wo ihr die anderen gar nicht mögt, wo ihr euch das ganze Jahr darauf freut. Also, wie ist die Community? Eigentlich sehr gut, es ist wie eine grosse Familie. Ja, man tut sicher, wo man das Spiel gewinnt, ist man dran im Spiel. Aber nach dem Spiel tut man zusammen hocken, tut zusammen etwas essen oder etwas trinken. Und dann ist es ein bisschen vorbei, es ist wirklich wie eine grosse Familie. Dino, habe ich dir den Marco mitgebracht. Mhm. Er ist ein Golfer, also Abschlag kann er eigentlich. Was hast du das Gefühl? Trifft er? Trifft er etwas? Ich glaube schon, treffen wird er. Die Frage ist, wie weit der Hornhaus wird fliegen. Haben wir ein Ziel für ihn? Haben wir das Ziel weißt, für ihn? Die Golfbälle fliegen meistens nicht mega weit. Muss man schon sagen. Ich sage ein Ziel. Gut 100 Meter wäre das Ziel. 100 Meter? Ja. 100 Meter? Chapeau. Das gibt einen Punkt, oder? Ein Punkt, ja. Also 100 Meter ist dort das vorderste, genau. Die vorderste Kachel. Genau. Der Terrain wäre das Ziel. Bist nicht einmal so, also ist nicht einmal so kurz. Das ist ja aber noch viel Vertrauen in mich, ja. Ja, gut. Hey, wie sehen wir denn? Gut Schlag. Gut Nose. Gut Nose, Mann. Also, gut Nose, danke. Hey, du weißt, es muss aus dem Ranzen kommen. Ja, aus der Ranze muss es kommen. Ja.
Küssel, du bist Profi, ich nicht. Du musst mir zeigen, was ich machen muss. Dir helfe ich gerne. Ja. Super. Stehst du mal ein bisschen so, noch ein bisschen so her. Genau, jetzt musst du mal ein bisschen aufziehen, schauen, dass du ein bisschen das Feeling, wie sie es vorher gemacht haben, dass du ein bisschen spürst, wie du kannst. Das ist schon schwer. Ja, genau. Vielleicht hast du die Hänge noch ein bisschen besser auseinander, die Vorderen noch ein bisschen führen. Genau, so. Nein, etwa so haben sie gemacht, oder? Genau. So, genau. Dann kannst du ein bisschen ausdrehen. So, genau. So. Tipto, ja. Kannst du wirklich mal so ein bisschen durchziehen und einfach wie oben durch. Mhm. Und wichtig ist, dass er nicht abtrifft, also nicht hast, wenn du durchgeschlenkt hast. Und das Mal kann das sein, es ist ein Kopfbereich. Also ist wirklich, dass du schauen, dass du oben durchkommst. Ist gut. Ist gut, wirklich, also. Darfst du jetzt wirklich mal ein bisschen ziehen. Hingern und jetzt darf man. Ja, kommt gut. Jawohl, genau. Genau, so. Tipptopp. Wenn du gemerkt hast, bevor du einfach das machst. Ja, yeah, genau, ja. Schau, du kannst schön haben, führen. So gerade führen, genau. Jawohl, das kommt gut. Wir können probieren. Ein Hurenzug drauf. Ja. Wichtig ist, du musst schauen, dass einfach der Oberkörper möglichst gerade hast. Ja. Das ist immer gestreckt oder am Anfang, gell? Du darfst du wirklich so und dann ziehst du so. Es ist wirklich mal, ist so weit die Bewegung gut. Und hier zu suchen, absolut perfekt. Gut, wenn du es noch schaffst, dass der Hinger nicht in den Dreck kommt oder den Boden, dann sind wir wirklich top bei den Leuten. Wo wird auch ein Muskelkater haben? Ja, es so kommt darauf an, wie hart du ziehst, aber es kann dir gut erklären. Ja, ja. Du darfst noch ein bisschen breiter stehen. So. Das kommt gut. Sind wir dich hier ganz wenig einlochen? Hast du so ein bisschen Stange? Hast du das nächste? Verbuddelt mich den! Nur ganz wenig. So, jetzt kannst du schön dran herstehen. Zum Glück habe ich nicht Casino-Schleifer angelegt. Das ist ganz gut. Ja, wirklich, ich dachte, ich kann es besser, aber ich habe im Moment ein bisschen zu viel. Vielleicht kann ich ein bisschen zu viel Vorschusslorbeeren geben. Oder du hast jetzt hier hergezogen. Ja. Also, wenn, dann müssen wir Ende vorne kommen. Und ich habe extra ein Foto, weil alle Waffen gehen ging ein gegen vorne. Tradition, typisch Schweizerland. Da hat der Vater wie ein Sohn ein Stecken in der Hand. Und holt den Applaus mit voller Kraft, dort ab dem Bock. Freut er sich. Achtung! So! 20 Meter! 50! 50! 50 Meter! Die Hälfte haben wir. Die Maus muss heute recht fliegen, wie ihr ins Rees, hat die Schindler gerade für mich. Oh, ja, hier! Sorry! Produzent abgeknallt! Aber das gleich aufziehst. Jawohl! Schön! Flieg, mein Junge! Jawohl! Das war 100 Meter! Ja, weit über 100! Das ist weit über 100! Stark, Mann! Hey, da muss man noch schauen. Ja, schnell. Stark, Mann! Hast du gesehen? 100 Meter! Hast du gesehen, Mann? Ja, eine hohe Freude. Ah, sag ich dir nur. American ja. Airlines, Mann. Du. What? Du bist jetzt so ein bisschen leer, halt, gell, weil du es schon geschafft hast. Ja, gell, jetzt ist so, ja. Das Ziel erreicht eigentlich. Also, ich muss noch bestätigen, komm, hü. Also. Jawohl! Schön! Hei, hei, hei! 110! Bist du zufrieden, Cousin? Sehr zufrieden. Ja, es hat mich jetzt nicht schlecht gedacht, aber du bist ein verdammt guter Coach. Wir gehen jetzt schauen, wie weit es effektiv ist gegangen. Ich sage ja 110 und ich habe gesagt 120. Du bist entweder bei 120, was sagst du? Ja, mindestens 120. Mindestens so. 120. Okay, der verliert, was sagst du? Ja, ich bin auch entweder bei der, weiss auch nicht, ich bin jetzt entweder bei... Auf jeden Fall. Okay, sie sagt über 120, ja. Wir sagen unter 120. Also. Der verliert, zahlt das Bier. 140 schon. Was? Ah, ja, dann sind wir doch sicher bei 150 mehr. Was? Das ist 140 hier? So, dann müssen wir das Bier zahlen. Merci vielmals. Danke vielmals. Ja, ich freue mich drauf. Dino, jetzt müssen wir das Bier übernehmen. Gut, merci, freut mich. Auch. Übernehmen es. Hey, ich bin mega zufrieden. Also, ich habe wirklich nicht gedacht, als ich dort an den Bock gestanden bin, dass da irgendeiner rausgeht. Einer ist noch hinten raus, eine Kamerafrau abgeschossen.
Liebe Grüße, tut mir leid. Aber hey, hat mega Spass gemacht. Wirklich. Danke vielmals. Also, merci vielmals. Ich finde das Horn raus krass. Da können wir doch mal zuschauen. Ist ja, das danach? Ja, nein, aber ich habe gefunden. Weißt du, es ist gleich so, es sieht so einfach aus. Aber es ist huere schwierig. Ja, extrem. Ja. Hey, danke, merci Jungs. Wir kommen wieder. Merci, ja. Das sind sozusagen meine Nachbarn. Ich bin oft hier. Aber jetzt. Wohne in Lorraine, weißt du? Marco, ich bin beeindruckt. Ich hatte grosse Erwartungen und du hast es wirklich brutal gut gemacht. Danke. 130, 140 Meter? Ich sage mir 150. 150, Dagor. Ja, hey, merci vielmals. Es hat wirklich Spass gemacht wieder mal. Ich bin sehr zufrieden mit dir, wie du immer die Vereine aussuchst. Huere schön. Vielen Dank.